Wir haben erwähnt, dass die Variation der Konstanten zur Auffindung einer partikulären Lösung bei Differentialgleichungen zweiter Ordnung relativ mühsam ist. Ein Beispiel wollen wir machen, das wir mit Lösungsansatz gelöst haben. Also wir haben im Video über die lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten haben wir das mit Lösungsansatz gelöst. Also für die homogene Lösung hatten wir C1 mal e hoch minus x plus C2 mal e hoch minus 2x, weil das charakteristische Polynom eben Lambda Quadrat plus 3 Lambda plus 2 gleich 0 die Lösungen minus 3 halbe plus minus 9 Viertel minus 2 eben gerade minus 1 und minus 2 hatte. Das wäre eben der Kriechfall, also Kriechfalllösung. Jetzt der Ansatz, wenn die Störfunktion gleich x ist, war ja relativ flott. Das haben wir eben im anderen Video schon gezeigt. Also da setzt man halt in dem Fall dann eine lineare Funktion an und dann haben wir in diesem Fall erhalten ein halb x minus 3 Viertel. Jetzt wollen wir zu demselben Ergebnis kommen mit der Variation der Konstanten. Und Sie werden sehen, das ist wirklich mühsam. Also das Prinzip von Lagrange kann man auch jetzt hier auf zweite Ordnung anwenden. Also wir machen jetzt fürs YB folgenden Ansatz. Wir ersetzen das C1 durch ein C1 von x. Und ersetzen das C2 durch ein C2 von x mal e hoch minus 2x. Dann müssen wir jetzt das einmal ableiten. Dann haben wir YB Strich C1 Strich e hoch minus x plus C2 Strich e hoch minus 2x minus C1 e hoch minus x minus 2c2 mal e hoch minus 2x. Jetzt macht man hier folgenden Trick. Wenn man jetzt nämlich diese Gleichung nochmals ableiten würde, dann würden ja sogar zweite Ableitungen in den Konstanten entstehen. Man definiert jetzt einfach als erste Gleichung, dass dieser Ausdruck da 0 wird. Also c1' e hoch minus x plus c2 Strich e hoch minus 2x ist 0, erste Gleichung. Damit verhindert man, dass bei der zweiten Ableitung dann auch noch zweite Ableitungen von c1 Strich und c2 Strich auftauchen. So, jetzt bildet man die zweite Ableitung, YB2 Strich wäre jetzt minus c1 Strich e hoch minus x, dann minus 2c2 Strich e hoch minus 2x. Jetzt wieder Produktregel natürlich. Dann plus c1 e hoch minus x. Und plus 2 mal 2 ist 4. c2 e hoch minus 2x. Jetzt muss die inhomogene Differentialgleichung erfüllt werden. Schreiben wir die nochmal auf. Die hat gelautet YB2 Strich plus 3YB Strich plus 2YB gleich x. Jetzt setzen wir das ein. Dann haben wir minus C1 Strich e hoch minus x minus 2C2 Strich e hoch minus 2x plus C1 e hoch minus x plus 4C2 e hoch minus 2x. Das ist jetzt einmal der erste Term gewesen, das YB 2 Strich. Dann kommt dazu 3 mal YB Strich, also minus 3 C1 e hoch minus x. 3 mal 2 ist 6, also minus 6 C2 e hoch minus 2x. Das war also quasi der Term 3YB2 Strich. Jetzt fehlt noch der letzte.
im Bunde, nämlich 2yb, also plus 2c1 e hoch minus x plus 2c2 e hoch minus 2x. Und ganz analog wie bei linearen Differentialgleichungen erster Ordnung müssen die c1 und c2 wegfallen, weil sie ja die Struktur der homogenen Differentialgleichung erfüllen. Schauen wir uns das einmal an, ob das der Fall ist. Da haben wir c1 e hoch minus x minus 3c1 gibt also minus 2 plus 2 gibt 0. Dann machen wir das gleiche mit den c2-Termen. 4c2 minus 6 ist minus 2 plus c2 gibt ebenfalls 0. So, und jetzt steht rechts noch die Störfunktion, also ist gleich x. Und jetzt haben wir quasi unsere zweite Gleichung gefunden. Nämlich, wie lautet die zweite Gleichung? Die wäre jetzt minus c1' e hoch minus x minus 2c2' e hoch minus 2x gleich x. Das ist die verbleibende Gleichung, die wir hier noch haben. Ja, jetzt notieren wir die 1er Gleichung drunter nochmal. Nochmal c1' e hoch minus x plus c2' e hoch minus 2x gleich 0. Dann addieren wir die beiden, dann ist das c1' weg. Wir haben also ein Gleichungssystem in c1' und c2' erhalten. Dann haben wir minus c2' e hoch minus 2x gleich x. Oder c2' wäre dann minus x mal e hoch plus 2x. Integrieren wir das Ganze. Dann haben wir minus Integral x mal e hoch 2x dx wäre minus Klammer auf x mal e hoch 2x halbe minus Integral x wird abgeleitet 1 e hoch 2x halbe und das gibt e hoch 2x Viertel integriert. So. Dann bleibt also für das c2 minus 1 halb x e hoch min e hoch 2x und dann minus minus gibt plus e hoch 2x Viertel. So, jetzt brauchen wir noch das c1'. Aus der Gleichung kriegen wir raus, c1' ist minus c2' e hoch minus 2x durch e hoch minus x. Das ist aber das minus c2' e hoch minus 2x ist gerade das x gewesen. Kann man da jetzt einsetzen. Dann haben wir also x durch e hoch minus x oder x mal e hoch x. Integrieren wir das schnell. Also Integral x e hoch x dx. Dann haben wir x mal e hoch x minus Integral e hoch x. Gibt wieder e hoch x. Dann haben wir also die Lösung fürs C2 und fürs C1. Jetzt müssen wir das noch in unser YB einsetzen. Also eine mühsame Bestimmung der partikulären Lösung. Dann haben wir x minus 1 mal e hoch x mal e hoch minus x plus beim c2 heben wir das e hoch 2x heraus, haben wir minus x halbe plus ein Viertel mal e hoch minus 2x.
sieht man, die Därme heben sich wieder auf. Und das bleibt über. X minus 1 minus x halbe plus ein Viertel. Das gibt x halbe minus 3 Viertel. Das war jetzt eine sehr mühsame Rechnung. Mit dem Lösungsansatz war es ein Zweizeiler, aber es führt auch zum Ziel. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Man setzt also, wenn man die erste Ableitung gebildet hat, den Term mit den Ableitungen der Konstanten, C1' und C2', den setzt man 0, weil sonst würde man beim nochmaligen Ableiten zweite Ableitungen erzeugen. Und weil man ja nur eine spezielle partikuläre Lösung sucht, darf man das auch tun. Also das wäre jetzt als Ergänzung quasi die partikuläre Lösung. Dritter Schritt wäre wieder die allgemeine Lösung gewesen da. Aber das haben wir ja im Video über die linearen Differentialgleichungen schon besprochen. Also homogen plus partikulär. Und dann könnte man eben noch in einem dritten Schritt Anfangsbedingungen einsetzen. Also so viel als Ergänzung zur Variation der Konstanten bei Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die linear sind. Danke für die Aufmerksamkeit.